So, das geht an. Ich bin durch. So, willkommen im Müritz Nationalpark. Also es sind noch 2 Kilometer bis Zawitz. Es ist echt arschkalt, von daher war die dicke Winterjacke von uns auch mal echt Gold wert. Und genau das ist der Grund, warum ich das hier alles mache. Hey, es ist gerade mega dunkel. Ich bin gerade in Schönefeld, habe gerade meinen Hund weggebracht, war heute mit der 8000 Watt Gravelrunde Fahrrad fahren und jetzt geht's an die Ostsee. So, kleines Update. Ich war jetzt ein bisschen zu Hause, habe endlich mit Fahrrad gepackt. Klassischer Trial-Set-Fail. Eigentlich das Übliche, habe mein Biwak-Set dabei, eine Regenhose, weil wir im Oktober. Habe mich für die Rafa Winterjacke entschieden, weil es ist windig, es ist 7 Grad, dafür habe ich nur ein normales Trikot unter und ist, glaube ich, die beste Variante für 3 Tage, 4 Tage draußen schlafen. Donnerstag will ich dann zurück nach Berlin, 180 Kilometer und ich gehe jetzt wieder für ein Event scouten, das man vielleicht kennt, was sich irgendwie um Usedom dreht. Keine Ahnung, was das ist. Es ist jetzt kurz nach 23 Uhr. Mein Plan für heute ist quasi aus Berlin rauszufahren. Eigentlich habe ich mir auch gesagt, ich mache das nie wieder, weil durch Berlin fahren ist einfach Krieg. Ich werde Richtung Bernau fahren und dann so circa 20, 30 Kilometer hoffentlich noch schaffen danach und mich dann irgendwo hinlegen. Habe Frühstück für morgen dabei und bin gut vorbereitet. Ich habe jetzt eine Woche Urlaub. Mein Plan ist grob gesagt nach Usedom zu fahren oder kurz davor. Dann biege ich zu meiner Mutter ab, die 30 Kilometer abseits von Anklam wohnt. Und dann geht es am Donnerstag zurück und danach ist auch schon BAB. Berlin Angaben in Berlin. Straffes Programm für eine Woche. Aber ich habe ja Urlaub. Und da ich gerade ein bisschen müde werde, probiere ich jetzt mal die Beanbeer aus bei Dunkelheit. Also da ist halt eine Menge Koffein drin. Ist mit Kaffeearoma, Geschmack, wie auch immer, Bohnen und Erdnüssen und ja, mal gucken, wie das wirkt. Also ich bin jetzt genau, wir haben um die 6 Grad, das ist keine Ahnung, irgendwas nach 1. Hab einigermaßen kalte Hände, eindeutig falsche Handschuhwahl, Jacke, Gold richtig. Und jetzt geht's weiter und dann hoffentlich irgendwann schlafen. So, das geht, ich bin durch. Erstmal ein bisschen Gras, schlechter Untergrund, 3, 2, 1 und dann. So, wir haben es nicht viel später. Ich bin relativ müde, habe jetzt aber auch schon so 180 Kilometer in den Beinen im Kopf und bin seit 8 Uhr wach. Von daher schlafe ich bald, hoffentlich. So, 2.46 Uhr. Ich bin jetzt wieder auf dem Track da, wo ich sein soll. Bin über Barsdorf, Wandlitz quasi dann wieder zurückgefahren. Es sind bloß ein paar Kilometer, die mir fehlen. Und ich suche mir demnächst was zum Schlafen. Und ja, dann sehen wir uns entweder morgen oder nachher, wenn das Baby steht. So, alles klar. Das Snapback steht. 91 Kilometer, 3.20 Uhr, nicht geschlafen. Dann kennt ihr das, da liegt man in dem Schlafsack und dann hat man noch irgendwas vergessen. Das ist einmal die Socken, ich habe mir noch meine Seerskins, die ich mir neu gekauft habe, übergezogen, weil nachts kalte Füße, ich habe wirklich sehr dünne Socken mit, dumm. Und dann die Kopfhörerbox am Fahrrad vergessen. Ach, wir wollen jetzt endlich schlafen. Guten Morgen. Die Nacht war arschkalt. Ich habe wieder mal so diese negative Erfahrung, das kann aber wirklich daran liegen, weil ich mittlerweile in dieses Baby-Ding ein bisschen eintauche, dass ich einen Down-Schlafsack habe, dass die Kälte deswegen vom Baby in den Schlafsack eindringt. Und also diese Berührungspunkt an der Hüfte, richtig kalt, werde mir mal heute Nacht die Regenhose noch überziehen, vielleicht hilft das. Ansonsten ist es jetzt 7.30 Uhr, ich werde jetzt was frühstücken, habe mir gestern alles mitgenommen, und dann entspannt zusammenpacken
und dann weiter. Wie gesagt, die Nacht war ziemlich frisch. Bin um 3:30 ins Bett, bin jetzt das 8. Ist alles vollkommen okay von der Zeit her. Es ist echt arschkalt, von daher war die dicke Winterjacke von Rafa echt Gold wert. Hab darunter aber nur ein Trikot, also kurzärmlich, weil es halt noch nicht Dezember ist. Und ich werde jetzt mal langsam zusammenpacken, werde mich aus dem Schlafsack rausquälen und dann irgendwann weiter. Arschkalt. Ich bin gestern bewusst nach einer Fahrradtour noch weitergefahren, einfach mal, weil ich die Woche Urlaub ein bisschen genießen möchte. Klar, ich hätte auch mit der Bahn nach Benau fahren können, aber irgendwie fühle ich das mehr, wenn man losfährt, nicht die öffentlichen nutzt, also je nachdem, was man vorhat. Hat auch mal seine Vor- und Nachteile und in dem Fall habe ich es irgendwie so doch was will ich lieber mit dem Fahrrad rauszufahren, gleich draußen zu sein, gleich Abenteuer und bin gestern mega müde gewesen, also vielleicht noch Sekundenschlaf, habe vielleicht mal kurz einen Abzweig verpasst, kritisch gefährlich natürlich und ja, dann habe ich irgendwann den Spot hier gefunden, abseits vom Weg. Ich versuche halt meistens so in Nähe der Strecke zu pennen oder halt so zumindest ein bisschen versteckt, wenn es geht. Und ja, war die perfekte Wahl. War richtig gut, abgesehen davon, dass es arschkalt war. Aber jetzt packe ich mal endlich zusammen und werde den Tag hoffentlich genießen. Hoffentlich kommt noch ein bisschen mehr Sonne raus, hoffentlich wird es warm. Und es kann nur ein richtig nicer Tag werden. So, 8.40 Uhr. Wird, glaube ich, langsam wärmer. Ich fahre jetzt endlich los und bis gleich. Immer noch arschkalt. Und genau das ist der Grund, warum ich das hier alles mache. Der Untergrund ist gerade ziemlich bescheiden. Vorteil, mir wird dadurch warm. Nachteil, ich komme dadurch ziemlich langsam voran. Ziemlich nice, bin kurz hinter Oranienburg. Hab gerade einen Radfahrer aus Dänemark getroffen, der auf dem Weg nach Berlin ist. Ist halt auch das Geile, ne? Ein Radfahren. Man kennt Leute, man sieht Leute, trifft Leute und hat ein kurzes, nettes Gespräch und fährt dann weiter. Und was ich zum Trinkrucksack auch wunderbar eignet ist, also so fahre ich seit gestern rum, sind diese kleinen Packsäcke von Cetus Hammett. Sitzt wunderbar, kann wunderbar mitfahren, fahren mit seit gestern rum. Gibt's natürlich auch von Decathlon Co. Bester Pro-Tipp, den ich euch für lange Radfahrten geben kann, nehmt eine große Powerbank mit und ein USB-Kabel. Vielleicht nicht kaputtes. Meins hier, Schrott. Läuft. So, der Hobel rollt, bin hier auf dem Kopenhagen-Radweg. Besser Asphalt eigentlich. Komme aber relativ langsam voran, so 10, 15, 20 km/h. Nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich eigentlich dachte, ich komme schneller voran. Aber so ist das Leben und daran muss ich mich eh gewöhnen. So, wir haben es mittlerweile grob 12:30. Hier der allerbeste Untergrund. Ich habe mir endlich meine Socken ausgezogen, Regenhose und Co. lasse ich an, weil es wirklich ein bisschen frisch ist. Ganz deutlich angenehmer, weil langsam taten die Füße weh. Bike Problems. Jetzt auf dem besten Untergrund, kurz vom Mariental. Eigentlich könnte es auch langsamer was zu essen geben. Aber wer weiß, im Zweifel habe ich genug dabei. Und für ein bisschen mehr Action auf Bikepacking-Touren kann ich euch empfehlen, nehmt eine Powerbank mit, ladet sie voll, nehmt ein Kabel, dass es mir ganz okay ist und ihr habt ganz viel Spannung und Überraschung. Surprise! Lädt das Handy nicht?
was wieder so richtig nice ist, sind diese kleinen süßen Brücken. Irgendwo im Sumpf ist doch eigentlich, macht's Spaß. Ich bin gerade auf einer Pferdekoppel oder kurz dahinter. Wir gingen den Track hier lang, scheinbar öffentlich, wurde von zwei Hunden verfolgt. Scheinbar nur Gebelle, trotzdem kritisch. Hey, ich habe jetzt knapp 70 Kilometer. Ich muss irgendwie sagen, der Tag zieht sich echt, das Wetter ist mehr als bescheiden. Kurz ein bisschen Schauer, Niesel. Seit noch keinen einzigen Bäcker gesehen, keine Tankstelle. Und hier. Mega nice. Regen. Läuft. Ich muss sagen, ich komme richtig, richtig gut voran. Nicht. So, noch der Regen. Ich bin froh, dass ich mir die Regenhose wenigstens mitgenommen habe. Die Jacke ziemlich kaputt über die Regensocken. Wow, wie nervig. Und dann, vielleicht geht es ja gleich vorbei. Oh, schwer zu erkennen, habe ich mich jetzt ordentlich eingepackt. Jetzt gerade Beastie Boys, Girls. Fahre jetzt weiter, habe meine wasserdichten Socken an, Regenjacke komplett zu, Hose über Schuhe und hoffe mal, es bleibt trocken. Merke immer, wenn ich hier im Oktober Bikepacking mache, regnet es irgendwie. Verstehe auch nicht warum. Einfach nur bestes Bikepacking-Wetter. Und was zu so einer coolen Wandertour dazu gehört, sind natürlich Bäume. Never not hiking. Einmal die Aussicht genossen, beinahe verfahren, beinahe gestürzt, läuft. Wir haben jetzt 17:30 Uhr, noch 20 Kilometer zum Ende vom ersten Track. Ich werde heute auf jeden Fall noch ein bisschen in die Dunkelheit fahren. Wenn ich morgen Abend erst bei meiner Mutter aufschlage, erschlägt die mich. So, 16 Kilometer vom Miro. Könnte endlich mal da sein. Aber ja, es könnte auch alles schlimmer sein, könnte schneiden. Könnte noch kälter sein, dauerhaft Regen, will ich gar nicht von Anfang zu reden. Von daher, alles cool. So, hier hinten wird es langsam richtig, richtig wild. Gerade einen fetten Elch gesehen mit Geweih. Läuft. Bevor ich es vergesse, da habe ich mich gerade durchgequält. Fetter Baumsturz, kurz vor Miro. Also mit schnell durchkommen ist hier nichts. So, Update aus dem Cockpit. Mir ist kalt. Ich bin hungrig. Schlafen würde jetzt auch gehen. Ich habe so ein bisschen schlechte Laune, weil ich eigentlich den ganzen Tag nichts gegessen habe, außer das Zeug, was ich mir mitgebracht habe. Irgendwie keine wirkliche Tankstelle, kein Supermarkt. Bisschen doof. Das, was man irgendwie gesehen hat, hatte zu. Klar, Oktober und so weiter, selber schuld. Aber ja, theoretisch habe ich morgen noch 100 Kilometer.
dann noch die 30 Kilometer mit meiner Mutter, mal irgendwas in den Dreh und ja, mal gucken, wie weit es jetzt noch geht. So, willkommen im Müritz Nationalpark, also es sind noch 2 Kilometer bis Zawitz. Keine Ahnung, ob ich da vorbeikomme. Ja, ich werde mir den nächsten Schlafplatz suchen. Es wird langsam optisch ein bisschen besser von den Möglichkeiten, denke ich mal. Und dann, ja, irgendwann gehe ich schlafen und chill einfach ein bisschen mein Leben. So, mein Zelt steht wieder. Man sieht jetzt mega viel, weil ich das Licht auch schon halb ausgemacht habe. Weil hier Zelt, hier die Thermarest Neo Uber Light oder wie auch immer, der Raab Neutrino 2 XL. Ich baue heute Nacht die Regenhose mal an, also weil ich habe gestern immer so an der Hüfte am höchsten Punkt gefroren. Und das ist der Kontaktpunkt von Biwaksack und naja, Körper. Mega doof. Auf jeden Fall 150 Kilometer knapp heute. Bin sehr langsam vorangekommen. Und jetzt vielleicht noch ein bisschen chillen und dann schlafen. Und morgen so knapp 120 Kilometer maximal. So, guten Morgen. Es ist 8:30 Uhr mittlerweile. Ich habe bewusst ein bisschen länger geschlafen, weil eigentlich habe ich auch nichts zu verlieren, geht ja um nichts. Man muss ja nicht immer nur 4 Stunden schlafen und jetzt, wo es ein bisschen frischer ist, ist es auch mal angenehm, im Semi-Warmen aufzustehen. Meine Füße sind leicht frisch, das waren sie aber die ganze Nacht, ansonsten ganz okay geschlafen. Und ja, jetzt werde ich mal zusammen kratzeln, alles zusammenpacken und dann gibt es in 12 Kilometern circa grob das erste Frühstück, wenn ich Glück habe. So, hier ist gerade ein Auto lang gefahren. Ich habe immer so ein bisschen persönlich, naja, Angst nicht, keine Ahnung. Also bin halt wirklich ein bisschen abseits vom Weg und scheinbar fährt hier die Force doch ab und zu lang, warum auch immer. Aber der ist gerade zweimal an mir vorbeigedonnert. Ich denke nicht, dass er mich gesehen hat. Und falls doch, ist es ihm vielleicht egal. Zum einen ist es halt Notfall, bivakieren, was ich hier mache. Weil, ja, ist ja nicht, gibt's ja nichts. Und, ja, ansonsten im Zweifel immer freundlich sein. Und bescheinigen, dass man gleich weg ist. Aber eigentlich sollte man theoretisch auch früher aufstehen, aber es ist jetzt Oktober. Ich glaube, das ist nicht ganz so wild, wenn man da eine Stunde länger liegen bleibt. Und da ich halt keinen Kaffeekocher mitschleppen möchte, finde ich eigentlich die Regel ganz nice. Wie gesagt, also ist ein bisschen Koffein, riecht auch schön nach Kaffee. Klar, ist nicht warm, ersetzt keinen Kaffee, aber ist eine kleine Alternative. Scouten und seine Nachteile. Gerade der eine Weg nicht passierbar, da geht es vielleicht rein. Allerdings könnt ihr auch in die Richtung fahren. Müsste aufs Gleiche hinauskommen. Willkommen bei Bikepacking Fun Typ 2. Ich führe mich jetzt vermutlich durchs Unterholz, weil Weg gerade nicht so geil oder ja gar nicht vorhanden. Und willkommen im Wald. Update aus dem Cockpit. Ich drehe um, kein Weg, keine Alternative, kein Frühstück in Aussicht. Und auch wenn ich zwischendurch mal nicht so gute Laune habe, weil die Wege nicht so geil sind oder gar nicht fahrbar, aber wenn ich sowas hier habe, was semi-gut rollt, bin ich schon ganz zufrieden, denn es ist auch nicht schlimm, dass ich plus 2 Riegel zum Frühstück hatte. Habe noch eine so eine Wildfood-Alternative selbst angerührt. Aber die hebe ich mir auf für den Notfall.
macht schon Spaß, meistens. So, ich bin gleich in Tenzin. Das heißt so viel wie erstes Frühstück oder Mittag überhaupt nach 1,5 Tagen oder fast 2 Tagen. Ein grober, spontaner Plan für heute wird sein, dass ich bis nach Brandenburg fahre und dann überlege, ob ich die Bahn nehme, weil ich dann noch zu meiner Mutter muss für 2 Tage und dann geht's wieder zurück nach Berlin. Oh. Ja, gibt jetzt entweder Kaffee, Mittag oder Frühstück oder alles zusammen. So, laut Handy haben wir jetzt knapp 10 Grad, das heißt, ich traue mir das erste Mal die Jacke auszuziehen. Also dieses Arschteuer ist aber mega nice. Und ich traue mich jetzt immer ein bisschen so zu fahren, weil jetzt wird es endlich mal warm nach 2 Tagen. Und auf einmal sitzt das Trikot gar nicht mehr so schlecht. So, umziehen, anziehen, das ist eigentlich das, was allgemein am längsten dauert. Neben vielleicht mal so einer schönen Kaffeepause, die man auch genießen kann. Aber ich muss ja sagen, ich habe nichts zu verlieren, ich habe es nicht eilig. Von daher ist es auch alles vollkommen okay. Der Ort in Altrese war gerade ganz witzig, da gibt es dort übrigens auch einen Café. Ansonsten Wald. Zieht sich jetzt alles noch ein bisschen. Oh, hier ist gerade ziemlich nice. Hör gerade eine Podcast-Folge von 2020, auch über das Atlas, weil mich das ja gerade ein bisschen beschäftigt. Und da ging es gerade darum, dass man im Oktober draußen fahren sollte im Dezember. Also eigentlich das, was ich immer mache. Und mal gucken, ob ich eine Zusage kriege oder nicht. Wäre ja ganz nice. Und wenn nicht, findet sich eine Alternative. Auf jeden Fall kann ich sagen, ich habe Spaß hier. Meistens. Und mir geht es hierbei nicht darum, schnell voranzukommen, sondern ich fahre halt eben ein bisschen weniger anders, bin in der Natur und darum geht's, das zu genießen. Das ist auch der Grund, warum ich Fahrrad fahre und ihr hoffentlich vielleicht auch. By the way, ich bin jetzt mittlerweile in Brandenburg. Mein eigentlicher Plan war ja Bahnfahren, aber ganz ehrlich, du bist nicht du, wenn du Bahn fährst. Allerdings fährt auch die Bahn nicht durch, weil Baustelle, weil keine Lust, weil Deutsche Bahn halt. Und wenn ich jetzt 20 Euro bezahlen würde, nur mit Fahrrad und Bahn auf die Hälfte der Strecke zu kommen, kann ich auch 40 Kilometer so fahren, extra oben drauf, bin vielleicht schneller da und muss nicht auf eine nervige Bahn fahren, die eh keinen Bock hat. So, außer Straße ohne viel Radweg passiert halt, glaube ich, nicht mehr so viel. Ich würde mich erstmal verabschieden. Wenn was ist, melde ich mich. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal.